Hallo, liebe Eisenbahnfreunde, ich bin der Micha und ich möchte euch heute mal zu einem meiner Ausflüge mitnehmen. Und zwar geht es an die Nord-Süd-Strecke. Das ist die Bahnstrecke von Hannover über Göttingen, Bebra, Bad Hersfeld, Fulda und Gmünd am Main nach Würzburg mit Abzweigungen nach Kassel, Erfurt, Frankfurt und so weiter. Und da ist immer was los. Zuerst geht es heute Morgen nach Ludwigsau-Fried los bei Bad Hersfeld. Hier war ich schon mehrmals. Man kann hier wunderbar kostenlos parken und über diese kleine Brücke fahren nur ganz wenige Fahrzeuge, sodass man auch schnell samt Kamera und Stativ die Richtung wechseln kann. Ich bin um kurz nach 4 heute Morgen von zu Hause los und jetzt haben wir 17:15 und ich bin gerade hier angekommen. Und es geht direkt richtig gut los. Ein Smartphone, also ein Siemens Vectron in der günstigen Standardausführung, die haben ab Werk immer diese blaue Farbe. Jetzt was von Norden, ein Albatros. TfG Transfracht und die DB betreiben ein Netzwerk für intermodalen Ladungsverkehr europaweit mit dem Titel Albatros Express. Die DB hat mehrere 152er mit dieser Beklebung, also ein Albatros mit einem LKW-Walder Aufliegerzug. Und der nächste Güterzug mit LKW-Auflieger. Für heute der erste ICE, ein ziemlich neuer der Baureihe 412. Hier fahren RBs der Baureihe 427 von Cantus Reil.
HHLA Metrans ist die Zusammenarbeit der Hamburger Hafen- und Lager AG mit dem tschechischen Metrans Eisenbahnverkehrsunternehmen. Und ein voller Kohlezug. Merke, Kohlewagen 4-achsig, meistens 44 Stück, Erzwagen 6-achsig, meistens 38 Stück. ELL, European Lock Leasing, eine der ganz großen Lock Leasing-Gesellschaften. Diesmal ein ICE vom Norden. Und noch ein Gemischtwarenladen. Und ein alter ICE, Baureihe 401. Noch ein Albatros, diesmal mit DHL-Wechselbrücken.
kein Smartphone, sondern meine erste Lok der Schweizer Firma Widmer Rail Service. Ein GAF, ein Gleisarbeitsfahrzeug. Die schwarzen Loks sind Leasing-Loks vom MRCE, das steht für Mitsui Rail Capital Europe, dem größten Lok-Leasing-Unternehmen Europas. Der hier mit blauen polnischen Kohlewagen. Schlag auf Schlag, eine Doppeltraktion mit leeren blauen polnischen offenen Güterwagen. Da war wohl Kohle oder Koks drin. Der Lokvermieter Akim hat diese Lok an PUK, ein polnisches Unternehmen, vermietet. Eine Lok der PUK Polen habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Das ist der Vorteil der Nord-Süd-Strecke. Hier fährt einem sowas vor die Linse. TXL Responsibility Driven. Die Firma TXL hat viele solcher schön beklebten Loks mit unterschiedlichen Motiven und Aufschriften.
Ui, was war das denn? Jetzt brauche ich auch mal eure Hilfe. Vielleicht kennt ihr einer die Lok, die vor diesem Audi-Zug war. Ich kenne sie nicht. Schreibt mir es in die Kommentare. Jetzt kam mal über längere Zeit nichts. Ich bin dann weiter nach Bebra. Was es da zu sehen gab, zeige ich euch im zweiten Teil. Über eure Kommentare zu meinem Video, diesmal mit meinem Geschwätz, würde ich mich freuen. Ein Daumen hoch oder ein Abo wäre natürlich noch toller. Vielen Dank fürs Zuschauen.